Weihnachten. Die Weihnacht ist die längste Nacht des Jahres. Die Wintersonnenwende. Jetzt werden die Tage wieder länger. Weihnachten ist seit vorgeschichtlicher Zeit ein Fest in vielen Kulturen. Die Germanen nannten dieses Fest Julfest. Die Kelten nannten es Jule, die Juden Lichterfest. Schnee, Eis, Kälte, Frost, Regen, Sturm, Hochwasser und Dunkelheit bestimmen draußen das Wetter. In dieser harten, dunklen Zeit kommt der Weihnachtsmann auf die Erde nieder und bringt uns Geschenke. Alle Jahre wieder. Jesus Christus, Erlöser der Welt, wurde Weihnachten geboren. Mitten in der Nacht ist ein erstes Licht in unsere Welt gelangt. Germanen und Kelten galt der Jahreszyklus als Gleichnis für die geistige Entwicklung. Weihnachten wird der Höhepunkt der Weltennacht überwunden. Ab jetzt herrscht ein neuer König, durch den das Licht wieder in die Welt kommt.
Stille Nacht, heilige Nacht. Die Wintersonnenwende am 24. Dezember ist ein uraltes Fest aus prähistorischer Zeit. Feste bieten die Gelegenheit, aus dem Alltag herauszutreten und sich mit dem Übernatürlichen und Göttlichen zu beschäftigen. Weihnachten ist nicht nur ein christliches Fest, sondern ein Fest in vielen Religionen. Germanen und Kelten galt der Jahreszyklus als Gleichnis für die geistige Entwicklung. Weihnachten wird der Höhepunkt der Weltennacht überwunden. Ab jetzt herrscht ein neuer König, durch den das Licht wieder in die Welt kommt.
Häuser und Zimmer wurden zu Weihnachten mit immergrünen Pflanzen wie Fichte, Mistel, Efeu, Distel und dergleichen geschmückt. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter! Die 12 heiligen Nächte von Heiligabend bis Dreikönigfest, auch Rauhnächte genannt, sind eine alte europäische Tradition. Jede Nacht könnte einem Monat entsprechen. Menschen aller Religionen wünschen jetzt, dass es auch den anderen gut geht. Was einer auf diese Weise in den heiligen Nächten besonderer Aufmerksamkeit und Konzentration erkennt, hilft, die Situation zu verbessern und Gutes zu stärken und vieles mehr. Schamanen meditieren und schauen während der Rauhnächte, um zu erkennen, wie das kommende Jahr heilvoll gestaltet werden kann, was wichtig ist und wie Probleme zu lösen sind. Sie schauen meditativ den Himmel, das Wetter, Tiere, Natur und ihren Alltag und nehmen die Zeichen des Unterbewussten, der Ahnen, der Engel und Gottheiten wahr. Let's do it together!